Aber es war nicht nur seine politische Einflussnahme, es war vor allem seine politischen, philosophischen kleinen Artikel, die voltairischen Gedanken in pointierter, polemischer Form. Die haben die Leute einfach begeistert. Einfach ein Typ, der war so populär und europaweit bekannt und er war wirklich der bedeutendste Schriftsteller auch der damaligen Zeit, dass alle an seinen Lippen hangen. Alle hörten auf seine Worte. Er war auch ein charismatischer Typ, er war auch ein cleverer Typ, wie wir gehört haben bei dieser Lotterie-Betrugsgeschichte. Voltaire war ein ganz, ganz interessanter Mann. Nicht logisch, technisch, sachlich, sondern Voltaire war eher das Herz der französischen Aufklärung. Er war zwar sehr intellektuell und sehr rationalistisch, aber er hat trotzdem eine so tolle Sprache, dass die französische Aufklärung gar nicht anders konnte. War er mehr Schriftsteller denn Philosoph? Er hat über 99 Werke geschrieben. Er war ein intellektuelles Genie der polemischen Wörter. Ein Kämpfer für Toleranz, Vernunft und Menschenrechte, für Brüderlichkeit, Gleichheit und Freiheit.